Servus Leute und herzlich willkommen zu einem Commentary wieder mal auf Hijack. Ich spiele mit der Vector, mit Schalldämpfer, Vollmantel und Reflexvisier mit Rotpunkt. Als Extras benutze ich Hardliner, blinde Überwacher, Zähigkeit, kaltblütig und zu guter Letzt Techniker. Als Wildcard benutze ich folgende Extras: Extra 1 und 2 und Primärwaffe für den dritten Aufsatz. So, und heute wollen wir mal über die neuen DLCs von Call of Duty Black Ops 2 sprechen. Es gab, heute Morgen hatte ich ein Video gesehen, den ersten Trailer sozusagen von den DLC-Maps. Hat mir ganz gut gefallen, aber ich warte erst mal ab, bevor ich sie mir hole. So, jetzt kommen wir zu den Karten, die es da gibt. Habe ich auch schon gesehen. Zeigen sie alle einmal mal ganz kurz. Den Trailer werde ich euch als Link natürlich unten einfügen, ist natürlich klar. Und die DLCs werden am 29. Januar erscheinen, also ist ja bald auch. So, und es gibt folgende Karte: Hydro, da weiß ich noch nicht so genau, was es da alles genau gibt. Grind, das ist auf jeden Fall mit Skaterpark und so. Eine kleine Karte wird es, denke ich, sein, habe ich gesehen. So, und dann gibt es Downhill, das ist eine Schneekarte mit Gondeln und Seilbahn. Jetzt auf, im Gebirge ist das, spielt sich das ab. Dann Mirage, das ist in Asien, Japan-Style. In der Gegend ist das, denke ich. Und dann eine neue Zombie-Map, The Rise. Und dann gibt es als Bonus eine neue Waffe, die SMG. Ja, mal warten. Aber ich muss auch sagen, ich werde mir erstmal den Season-Pack, habe ich mir auch noch nicht geholt. Und DLC-Pack, muss ich mal gucken, ob ich mir den einzeln kaufe oder doch den Season-Pass. Aber den Season-Pass werde ich mir nicht kaufen, das mache ich nicht. Ich warte erstmal ab, wie die Karten werden, ob es auch wirklich was sind, weil, und das würde ich euch auch vorschlagen, wartet mit dem Season-Pass. Nicht immer gleich auf das erste Angebot. Vielleicht ist billiger mit Sicherheit, aber man muss sich auch überlegen, was will man denn überhaupt? Will man Zombie-Modus überhaupt spielen oder zockt man eh nur Multiplayer? Dann holt man sich doch eher nur Multiplayer als das andere. Also, sag ich mal, so gehe ich auf jeden Fall vor. So, und als Punkteserie benutze ich natürlich die gute Drohne als zweites. Die Vorräte, die sind auch sehr wichtig, da ist immer mal was Gutes drin. Und dann als letztes Blitzschlag. So, und ich habe hier gerade mit Blitzschlag 5 Leute gekillt. Der ist sehr effektiv, muss ich sagen. Und ja, das gefällt mir echt gut. So, jetzt mal gucken, was wir in den Vorräten haben. Haben wir die schon hingeschmissen? Ja, da, ich habe einen Orbitalsatellit in den Vorräten. Deswegen sage ich, pack Vorräte ein. Da ist manchmal was Gutes drin, manchmal ist auch nur Scheiße drin, muss man auch wirklich so sagen. Boom, weg. Muss man auch wirklich dazu sagen, also von daher. So, jetzt laufe ich erstmal rum und warte auf die Gegner. Wo sind die Gegner? Wo sind sie? Ja, da, der Erste. Und alles freigeschaltet. Vorräte, Drohne. Und so weiter und so fort. Ja, ich hoffe, euch hat das letzte GTA 5 Commentary gefallen. Falls ihr es noch nicht gesehen habt und ihr schaut das erste Mal hier dieses Video, dann schaut da auch mal rein. Da geht es um die Neuigkeiten zu GTA 5. Schaut einfach mal das Video euch auch an. Ist eigentlich ganz gut geworden. Ja. So viel dazu erstmal. So, jetzt habe ich wieder einen Blitzschlag. Aber nichts getroffen, glaube ich. Boom, gnadenlos. Abschuss. Und noch einer da vorne. Boom, weg. Und wieder Drohne einsetzen. Oh, scheiße, den. Oh, da bin ich drauf gegangen. Da bin ich wirklich drauf gegangen. So, Vorräte wieder. Schauen, was diesmal drin ist. Ist immer eine Überraschung für mich, finde ich. Ah, Überraschung. Ja, das war jetzt leicht schwul. Tut mir leid. Da. So, wann kommen sie? Wann kommen die Vorräte? Komm, schneller, schneller. Es könnte für mich mal schneller gehen. Da, hier. Und Dragonfire. Ich habe die nicht geklaut, das waren meine. Da, ich habe schon gedacht, die klauen sie mir. Also mit der Dragonfire, muss ich sagen, komme ich nicht wirklich so zurecht. Das werdet ihr auch gleich sehen. Ja, 5 Abschüsse habe ich schon mal geschafft, ne? Andere haben vielleicht schon mehr damit geschafft, als ich nicht. Gibt mir auch gerne Tipps, weil ich komme damit überhaupt nicht klar mit dem Ding. Weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich komme damit überhaupt nicht klar. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. So, raus von hinten. Ja, von hinten ist für ihn natürlich immer nervig. Ich selber finde es nervig, aber mach's selber auch. Komisch, aber
Ist halt so, ne? Was will man machen? Was will man machen? Nichts. Ah, was ich auch noch sagen wollte, den Channel baue ich ja im Moment noch auf. Es ist noch nicht so viel los, sind auch noch keine Abonnenten. Aber ich mache deswegen trotzdem fleißig weiter. Commentaries. Ich hoffe natürlich, dass jetzt auch bald Abonnenten dazukommen. Aber ich sage, Abonnenten ist gut, wenn man sie hat. Momentan haben wir es so nicht. Wir sind ja auch im Aufbau. Man darf nicht so viel erwarten als Anfänger bei YouTube. Aber schauen wir mal, was da draus wird. Wie ihr ja wisst, zocke ich an der Xbox. Ich bin öfters natürlich in Xbox Live-Partys, ist ja klar. Und ja, da sprechen wir öfters mal über das Spiel. Wir zocken auch sehr oft zusammen, immer wieder mal. Und da muss ich sagen, viele sagen, das Spiel ist sehr gut eigentlich, aber dann kommt dieses Aber, das ist klar, muss ich mich auch anschließen. Es leckt einfach immer wieder mal. Ja, und es fängt ja da schon an. Man will ja erschießen. Er fällt einfach nicht um, egal was man macht. Ums Verrecken fällt er nicht um. Das ist so oft bei dem Spiel und das kotzt einen manchmal richtig an, aber so richtig. Ich bin eigentlich ein ziemlich ruhiger Spieler und bleib auch ruhig, aber bei anderen, die haben da wirklich schon richtig den Hals bis zum geht nicht mehr, die können nicht mehr. Weil das einfach so rumleckt. Und das ist auch einfach so, also wer sagt, dass es nicht leckt, keine Ahnung, was er richtig macht oder falsch macht, weiß nicht. Egal. So, wir kommen dann auch langsam, langsam dem Ende unseren Commentaries. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch, abonniert mich und klickt öfters meine Commentaries mal an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis demnächst. Euer Maurice. Ciao.